Die neue Sony ZV-E10 ist eine kompakte Systemkamera, optimiert für Vlogging, Online-Content-Creation und Reisefotografie. Grob zusammengefasst bietet diese Kamera einen Einstieg in die Systemkamera-Welt für Influencer und Content-Creator, die bislang nur ihr Smartphone benutzt haben. Der Hauptvorteil einer Systemkamera über das Smartphone ist der größere Sensor, welcher weitaus bessere Bildqualität liefert. Das bedeutet nicht nur höhere Auflösung, sondern auch weichere Übergänge und dramatisch bessere Bildqualität in schlechten Lichtverhältnissen, zum Beispiel drinnen. Die Kamera kann in 4K bis zu 30 Bilder pro Sekunde aufnehmen und der SNQ-Modus bietet bis zu 120 Bilder pro Sekunde Zeitlupenaufnahmen in Full HD. Selbst mit dem größeren Sensor ist die Kamera immer noch sehr kompakt und eignet sich gut als Travel- oder Vlog-System, gemeinsam mit dem Handgriff von Sony. Und dank der Steady-Shot-Bildstabilisation bleiben handgehaltene Videos stabil. Das eingebaute Mikrofon konkurriert mit umständlichen externen Mikrofonen und zusammen mit dem Windschutzzubehör werden ungewollte Windgeräusche reduziert. Die ZV-E10 ist darauf ausgelegt, dem Zeitdruck eines modernen Influencers standzuhalten. In-Kamera-Effekte wie der weiche Hauteffekt, Farbfilter oder Tiefenschärfe ersetzen die Effekte, die man auf diversen sozialen Medien findet, nur in hoher Qualität. Die Kamera erlaubt volle Kontrolle über die Bildeinstellungen, sodass man mit eigenen Filter-Presets experimentieren kann. 4K-Videos können mit der Imaging Edge App auf ein Smartphone übertragen werden, um sie dann direkt auf den sozialen Netzwerken ohne Zwischenschritte zu posten. Das hier ist ein kurzer Test der Sony ZV-E10. Ich stehe neben einer befahrenen Straße. Das heißt, wir können hier gleich testen, wie so das Mikrofon meine Stimme aufnimmt. Ich kann hier relativ schnell mit einem Knopf die Hintergrundweichzeichnung aktivieren und man sollte sehen, dass das Hintergrund ziemlich unscharf ist. Hier sehen wir auch gleich den Steadyshot-Bildstabilisator an der Arbeit. Und jetzt zurück zum Studio. Dank Sonys One-Mount-Strategie ist praktisch die komplette E-Mount-Objektivserie mit der ZV-E10 kompatibel. Und bereits gekaufte Objektive können eventuell auf späteren, mehr fortgeschrittenen Kameragehäusen weiterhin benutzt werden.